Leute, lasst uns über Olaf Scholz, unseren Bundeskanzler, sprechen und die vier Frauen, die er derzeit gleichzeitig am Start hat. Ja, ihr ahnt es schon, es geht um unsere vier Ministerpräsidenten, die wir derzeit in Deutschland haben und die alle auf der Payroll der SPD stehen. Das heißt, hier haben wir tatsächlich eine solche Übermacht feministischer Power, dass die Grünen ganz blass werden. Und sollte tatsächlich Nancy Faeser-Bonnares aussieht, dieses Jahr in Hessen ihren Hut in den Ring werfen, dann wären es derer fünf, die in der Tradition von Heide Simonis, der ehemaligen schleswig-holsteinischen Ministerpräsidentin, stehen. Und die gute Heidi, auch Hoppel-Heidi genannt, hat ja ihre Karriere 2006 dann bei der RTL-Show Let's Dance beendet. Also wir können gespannt sein, was sich ansonsten hier tatsächlich im deutschen Medienzirkus tut und wie dann so die Sekundärverwertung unserer Ministerpräsidentin aussieht. Ja, ich weiß, ihr wollt wissen, wie es weitergeht. Wir sind mitten in der Story. Trotz alledem, jetzt kurz abonnieren. Würde uns wahnsinnig helfen und euch nichts kosten. Also jetzt abonnieren. Danke und weiter geht's. Denn ein ganz so glückliches Händchen hat Olaf Scholz mit seiner aktuellen Riege da nicht ganz bewiesen. Schauen wir uns nämlich mal die vier aktuell amtierenden Ministerpräsidenten im Detail an, dann versteht ihr, was ich meine. Beginnen möchte ich mit der dienstältesten dieser vier Damen, wobei man mit dem Alter etwas vorsichtig sein sollte. Manche Frauen reagieren da ein bisschen empfindlich. Aber diesen Monat feiert Malu Dreyer tatsächlich in Rheinland-Pfalz ihr 10-jähriges Amtsjubiläum und hat dabei nicht immer ein allzu glückliches Händchen gehabt. Und das größte Drama hat sich letztes Jahr erlebt, oder genau genommen jetzt vorletztes Jahr, als im Ahrtal diese große Katastrophe ausgebrochen ist, hat sie nicht gerade Führungsqualität bewiesen. Und auch danach zeigten sich jetzt Schwächen bei der Beseitigung dieser Krise. Aber Malu Dreyer steht da nicht alleine, denn auch in Berlin, der Berliner Senat kämpft ja jetzt damit, vor dem obersten Verfassungsgericht in Karlsruhe versucht man es zwar noch abzuwenden, aber wir haben es hier mit der Wiederholungswahl zu tun. Berlin steht vor einem Chaos, das wissen wir. Rot-Rot-Grün ist am Start und in der Verantwortung. Da geht es drunter und drüber, nicht zuletzt bei eben der letzten Wahl, die jetzt tatsächlich nächsten Monat wiederholt werden soll. Und ihr ahnt es schon, auch da hat derzeit eine Frau der SPD das Sagen. Wir haben es da zu tun mit Franziska Giffey, eine Frau, die tatsächlich mittlerweile berühmt-berüchtigt ist, die sowohl im politischen Berlin der Bundesregierung wie auch in der Landesregierung bzw. im Berliner Senat als regierende Bürgermeisterin ihre Spuren hinterlassen hat, nicht zuletzt jetzt aktuell bei der Silvesterfeier, wo man erneut erkennen musste, dass in Berlin mittlerweile der Begriff Failed State, die englische Bezeichnung für ein absolut heruntergewirtschaftetes, nicht mehr handelbares Umfeld, durchaus seine Berechtigung hat. Die dritte im Bunde, da müssen wir von Berlin nur ein wenig Richtung Nordosten gehen. In Mecklenburg-Vorpommern hat Frau Schwesig das Sagen. Manuela Schwesig kommt ebenfalls aus den Reihen der SPD und sie hat nicht nur mit einer permanenten Herausforderung zu kämpfen, wenn es um die wirtschaftliche Lage ihres Bundeslandes geht. Nein, ich sage nur Nord Stream 2, auch hier hat sie sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Das heißt, wir haben mit Manu Dreyer, mit unserer Frau Giffey und der Frau Schwesig schon drei Kapazunder am Start, die unserem Bundeskanzler Olaf Scholz mit Sicherheit schlaflose Nächte bereiten dürften. Einziger Lichtblick aktuell seit einem halben Jahr am Start in etwa ist die Ministerpräsidentin im Saarland. Die hat es tatsächlich geschafft, dort das Kommando zu übernehmen und mit absoluter Mehrheit das Sagen zu haben. Die Rede ist hier von Anke Rehlinger. Das heißt, mit vier plus einer Nancy Faeser, die derzeit noch sich ein wenig ziert und nicht genau Hü oder Hot gesagt hat, wäre er tatsächlich dann in einem Quintett der Damen der Dompteur im Bundesrat, unser Olaf Scholz. Es darf
nun gespannt geguckt werden, wie viele dieser Frauen politisch tatsächlich ihre Zeit, ihr Haltbarkeitsdatum verlängern können und wer als erster auf der Strecke bleibt. Das ist so ähnlich wie in der Bundesliga mit den entsprechenden Mannschaften und ihren Trainern. Wir bleiben für euch am Ball. Auch das war wieder eine Folge aus Habitat Lebensraum Deutschland. Wenn dir unsere Sichtweise gefällt, dann abonniere jetzt diesen Kanal. Denn wir haben die Augen auf die gerichtet, die die Geschichte von Deutschland im Moment in ihren Händen haben. Wir haben das Ohr auf der Straße und den Finger am Puls der Zeit und zeigen klare Kante, wenn es darum geht, den Lebensraum Deutschland zu bewahren, zu erhalten und zu gestalten. Unser Interesse ist es, für dich zu berichten. Deswegen hilf uns. Danke. Habitat. Lebensraum Deutschland. Klare Kante, weil wir hier zu Hause sind.